Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem High Intensity Intervall Quickie. Und zwar haben wir 20 Minuten Warm-up, Cooldown, Laufen am Stück, aber dazwischen habt ihr immer 45 Sekunden Intervall und 15 Sekunden Pause. Diese Pause müsst ihr euch verdienen, indem ihr im Intervall Gas gebt. So, wir haben 7 Übungen und 2 Runden und dann würde ich sagen, legen wir los, Warm-up. Entweder marschieren oder du kommst locker in den Puls mit mir. Sehr schön. Ganz easy, ganz locker. Du hast Zeit. Und dann langsam die Schultern kreisen. Sehr schön. Schön groß. Du kannst auch nur die Arme kreisen, also nur die Schultern hier, ja? Kannst du auch marschieren. Und wenn du willst, kannst du es auch groß machen. Mit langen Armen. Und dann hältst du die Arme auf Schulterhöhe, push, kleine. Einfach so ein bisschen nachfedern, Option hier, ja? Und jetzt bring die Arme vor und rück. Sehr schön. Mehr. Und jetzt mal nach vorne und dann schieb die Arme vor. Und dann Leg Curl dazu. Ferse zum Po. Sehr schön. Jetzt bring die Arme nach oben. Und dann nach vorne und nach oben im Wechsel. Option hier. Okay? Vier, drei, zwei und Twist. Option hier, die ganzen Übungen sind immer mit Option. Sehr schön. Und jetzt rennen. Kleine, 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 schnelle. Und jetzt öffne und schließ. Push, push, push. Letzte Runde Warm-up, komm. Ein bisschen mehr Gas. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Bleib in Bewegung, ich zeig dir die erste Übung, ja? Entweder hier tief hoch oder tief pop. Ja, pop. Okay, Option. Tief, tap, tief, tap. Oder nur tief, okay? Los geht's. Option ist nicht hier. Geh runter, beug die Beine, beug die Hüfte. Sehr schön. 45 Sekunden sind echt kein Hexenwerk. Also gib alles. Beug die Beine tiefer. Ziel ist nicht der Boden, du kannst es auch hier machen. Okay? 20 Sekunden. 20 Sekunden bedeutet immer, du hast schon mehr als die Hälfte hinter dir. Go! Noch 10. Sehr gut, sehr gut. 5, 4, 3, 2, vorbei. Bleib in Bewegung. Ich zeige dir die nächste Übung. Du startest in der Mitte. Du öffnest Squat, Crunch, Squat, Mitte. Oder Hop, Squat, Crunch, Hop. Ja, mit oder ohne, los geht's. Knie und Ellbogen kommen zusammen. Sehr gut. Halte durch. 10, 9, 5 und stopp. Bleib in Bewegung. 2 Übungen hast du. 5 bleiben noch. 1, 2, 3, switch oder 1, 2, 3, hopp. 1, 2, los geht's.
Denk an die Option. Step in, Lunge. Über die Hälfte hast du. 15 Sekunden bleiben, 30 Sekunden hast du geschafft. Komm tief. Drei, zwei und vorbei. Okay, sehr gut. Nächste Übung, zwei Jacks und zwei Plank Jacks. Option Tap Tap oder hier. Dann gehst du runter, entweder Tap Tap oder auch hier Jacken. Los geht's. Oben zwei, unten zwei. Auf zu. Auf zu. Denk dran, du musst nicht springen. Zeig dir nochmal die Option. Step, step, step. Ja? Du musst nicht springen. Auch nicht zurück. Du kannst auch zurück walken. Aufstehen. Komm. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, vier, drei, zwei und vorbei. Yes. Okay, die nächste Übung ist echt fies, aber sie ist mega gut. So, du kommst nach hinten, ein Liegestütz, kommst nach innen, Push, eins, zwei, drei, kommst zurück, los geht's, Push up, hop in, setz die Hände nach hinten und dann Dips. Eins, zwei, drei, vor. Yes. Nach hinten lehnen. Eins, zwei, drei, vorkommen. Wenn du sagst, hey, das schaffe ich nicht, auf die Knie. Aufsitzen, Hände nach hinten führen, Popo absetzen. Drei, zwei, okay. Und stopp. Yes. So. Wir haben schon fast die erste Runde durch. Quickie ist quickie. Hände an die Schläfe. Entweder hier über Kreuz oder hier oder lang. Aber egal wo. Los geht's. So schnell wie du kannst. Mach so viele wie irgendwie möglich. Stell dir vor, du bekommst 1 Euro für jede einzelne Wiederholung. Komm, 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 komm. Und wenn du sagst, naja, Geld motiviert mich nicht. Stell dir vor, du kriegst einen Donut für jede Wiederholung. 15 Sekunden. Go. Push it. Los, 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 los. 10, 8, 6, 4, 3, 2 und vorbei. Roll dich auf. Okay, die nächste Übung. Entweder hier halten und hoch oder hier hoch. Okay? Option angewinkelte Beine hier, das ist die Mitte. Welches ist deine Variante? Go. Bauchnabel zieht nach innen. Lehn dich rein. Becken rollt ein. Schambein zieht ran. Atme aus nach oben. 30 Sekunden. Und das ist auch schon die 7. Übung. Das heißt, danach haben wir noch einmal alles von vorne. Und das war's dann. Say what? So kurz, 15 Sekunden. Manchmal geht's nicht darum, wie lang dein Workout ist. Manchmal geht's darum, alles zu geben. In der kürzesten Zeit. 3, 2 und vorbei. Gut, stütz dich ab, komm nach oben. Pop Squat. Tief ran oder tap, tap oder alles weglassen. Tief hoch. Deine Variante. Los geht's. Letztes Mal. Macht mal weiter. Hab mich ein bisschen verknotet. Wer nicht an den Boden kommt. Hier.
Öffne den Mund. Keine nasale Atmung. Nicht im Intervalltraining. Komm. 15 Sekunden. Heartbreakers. 10. 8. Du hast das. Yes. 4. 3. 2. Und vorbei. Okay, nächste Übung. In die Seite. Tief hoch. Crunch. Zurück. Wechsel. Tief hoch. Crunch. Los geht's. Option mit Hop. Komm. Sekunden. Atme. 8, 4, 3 und vorbei. Dreier Land. Eins, zwei, drei, Hop oder Stepwechsel. Ja? In 3, 2. Los geht's. Komm. 25 Sekunden. Oh, 20 Sekunden. Wie viel bist du bereit zu geben? Tonight we want it all. 10 Sekunden. Fühl deine Muskeln. 5, 4, 3, 2, vorbei. Bleib in Bewegung. Es ist 2 Jacks oder 2-mal Tap. Und das Ganze dann in der High Plank. Okay? Ohne Sprung. Mit, ist egal, los geht's. Zeig dir nochmal die Option. Tap, tap. Step, step, tap, tap. Okay? 20 Sekunden. Minuten Workout. Heißt, es passt in jede Mittagspause. Okay? 5, 4, 3, 2 und vorbei. Push-up. Einer. Und dann kommst du nach vorne. Trizeps-Dips. Ellbogen zeigt nach hinten. Arme eng. Brust raus. Bauch nach innen. Umsetzen. Los geht's. 1, 2, 3. Nach vorne. Setz um. 1, 2, 3, 4. Yes, komm. Stell dir vor, du hättest dein ganzes Leben für diesen Moment trainiert. Fünfzehn Sekunden. Spannung im Bauch. Stopp. Yes. Nächste Übung, Bicycle Crunch. Egal ob hier oder hier, kannst du auch lang nach oben machen. Ist einfacher als tief. Oder lange Beine. Los geht's. Push, push. Nicht wegrollen. Roll dich hoch. 30 Sekunden. Und wenn das dir nicht gereicht hat,
Drück auf Pause, mach das Ganze einfach nochmal von vorne. Wir haben noch diese und eine letzte Übung. Go. 15 Sekunden. Schneller. Nutz dein Intervall. Verdien dir das After-Workout-Feeling. Ohne zu schummeln. 3, 2 und vorbei, roll dich auf. Entweder das oder das oder das. Welches ist deine Option? Los geht's. Sekunden, go. Ich sag dir mal was. Wenn du sparst, dann sparst du an deinem Workout, okay? Du legst dich nämlich selber aufs Kreuz damit. Denn du erwartest Ergebnisse, 15 Sekunden mehr, die nicht kommen, wenn du nicht an deine Grenzen gehst. 10 Sekunden, du hast das. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, und vorbei. Ah, sehr schön. Willkommen zum Cooldown. Hast du dir verdient. Bring die Beine nach hinten. Öffne deine Knie, zieh die Füße zusammen und schiebst dein Gesäß nach hinten. Wenn das gut geht, schieb den Oberkörper tief. Okay, ich lege meinen Kopf nicht ab. Ihr könnt gerne den Kopf ablegen. Ich habe das Mikro hier. Deswegen bleibe ich hier oben. Schultern tief, weg von deinen Ohren. So, jetzt bring die Hände ungefähr dahin, wo eben gerade deine Schulter waren. Zieh die Beine nach hinten raus. Komm tief, heb den Oberkörper an, setz deinen Fußrücken auf und spann dein Bein und dein Po an. Halte hier. Ist es zu viel? Setz den Unterarm ab, ohne das zu machen. Schultern weg von den Ohren. Okay? Willst du mehr, komm höher, ohne rein zu drücken. Mit Kraft halten. Okay, dann setzt du deine Füße auf, bringst die Arme näher und ziehst dich einmal lang nach hinten raus. Krabbel Richtung Füße, lass dich für einen kurzen Moment aushängen, dann beugst du die Beine, richtest deinen Oberkörper auf. Atme ein. Rechte Seite kreuzt die hintere, die linke, kreuzt von hinten die linke so rum. Becken gerade und zieh in die Seite. Schulter auch hier, weg vom Ohr. Für den nächsten Ausatmen roll noch mal nach unten ab. Komm tief. Und dann roll dich hier noch mal auf. Setz den Fuß zurück. Jetzt kreuzt das linke Bein hinterm rechten. Linker Arm zieht nach rechts. Nicht wegdrehen. Bleib geöffnet. Schulter tief. Mit der Ausatmung nochmal nach unten abrollen. Übrigens eine der Dehnungen, die auch die Männer sehr gut können, weil die kennen das aus dem Fußballtraining. Und auch hier langsam aufrollen in deinem Tempo. Öffne die Beine, atme tief ein und aus. Nochmal tief ein. Und dann halte die Arme oben, heb jetzt deinen rechten Fuß an, Ferse zum Po, öffne den anderen Arm zur Seite raus. Nicht hier, schieb Spannung. Bauch rein, Brust raus, wechsel die Seite. Nicht hängen. Spannung in die Hüfte und dann, so gut du kannst, wegziehen. Nach hinten, unter der Hüfte bleiben. Nicht die Rippe wegziehen, Spannung und löse. 20 Minuten, das schafft jeder. Vielen, vielen Dank fürs Mitmachen, bye bye, eure Phyllis.